Hallo und herzlich willkommen. Jetzt nochmal eine Anleitung zum Nickel-Metallhydrid und Nickel-Cadmium-RMF-Charger. Der ist im Grunde genauso aufgebaut wie der Lithium-Ionen-RMF-Charger, auch mit dieser Extra-Diode im Eingang. Der bricht die Spannung vom 5-Volt-USB-Netzteil so weit runter, dass man in der Einstellung die Akkus getrost auch mal einen Tag dran vergessen kann. Wem das nicht ganz reicht, also wer größere Akkus hat, der kann das dann auch noch ein bisschen pimpen. Der kann dann einfach diese Eingangsdiode hier, die am Eingang am Plus installiert ist, einfach mal überbrücken und gucken wir mal, was drauf kriegen. Die Akkus werden dann schon etwas wärmer als im normalen Modus, also wenn die Diode frei wäre. Aber es ist trotzdem noch weit im normalen Bereich, also über 50 Grad kriegen die dann hier auch nicht hin, selbst wenn man im Schnelllademodus dann die Akkus lädt. Richtig heiß geworden sind sie bei mir nicht. Die sind so 35 Grad ungefähr warm geworden, also ein bisschen wärmer als handwarm. Und von der Spannung her sind sie auf 1,7 Volt hinaufgegangen. Haben dann am Ende noch so 40 mA ungefähr aufgenommen. Und wenn ihr die Akkus im normalen Modus dran lasst, also mit dieser Diode im Eingang, dann könnt ihr getrost eure Wege gehen. Dann nehmen die Akkus am Ende dann noch so um die 20 mA auf. Das kann man unter Haltungsladung verbuchen und somit passiert da überhaupt nichts. So, nochmal hier im genauen Überblick, wie der Ferrit gewickelt wird. Das wisst ihr ja jetzt mittlerweile. So nach der Manier den Ferrit bewickeln mit den zwei dazugelieferten Drähten. Anfang vom dünnen Draht mit Ende vom dicken Draht verbinden. Ja, vorher natürlich mit dem Messer abkratzen. Das Kupferlackdraht, da ist Lack drauf. Und die zwei verbleibenden dann zusammenzwirren. Das wird dann der Minus-Output. Und hier an den zwei Dioden kommt der Plus raus. Und der dünne Draht geht dann hier vor an den Vorwiderstand. Jetzt haben wir auch noch eine kleine Referenz hier, und zwar sind das die zwei Akkus. Die habe ich zweimal in Reihe mit dem Ladegerät hier geladen. Beim ersten Mal haben sie über 1200 mAh an Kapazität geliefert. Und beim zweiten Mal 1190 mAh. Das ist jetzt die zweite Entladung. 700 mAh Nickel-Metall-Hydrid-Akkus aus dem Rückgabebehälter, also keine neuen. Bei der zweiten Entladung 1193 mAh. Und das ist schon viel, viel mehr als die 700 mAh, die hier draufstehen.